Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Pusher Box von 18 Karat. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Pusher von 18 Karat. Es ist Freitag, der 3. November und Amazon hat es nicht geschafft, eine der heute releaseden drei Boxen zu liefern. Deswegen machen wir heute das Album Pusher. Banger Musik präsentiert, lesen wir hier. In Gold auf schwarzem Untergrund. Darunter der Schriftzug Pusher. Und das Ganze ist vom Design her wie so ein altes Buch. Also wirkt sehr edel hier mit den goldenen Ecken und diesem schwarzen Einband. Und wir haben hier eben diese Optik, als wären das so Buchseiten, so alte, vergilbte Seiten. Auf der Rückenseite lesen wir 18 Karat, also ist quasi der Buchrücken. Und auf der Rückseite lesen wir dann noch Banger Musik. Hier haben wir noch so ein Siegel quasi. Und dann hier unten die Credits und ein Barcode. Es ist das zweite Album oder die zweite Box von 18 Karat. Sein erstes Album FSK 18 Brutal, damals ja ebenfalls als Box erschienen. Und dieses aber noch über Supremus Records erschienen. Dieses Album Pusher ja bereits über Banger Musik erschienen. Und das Ganze geht hier auf, also habe ich in der Form auch noch nicht gesehen. Wir haben das hier jetzt quasi wie so ein Überzug, ähnlich wie ein Pappschuber. Von innen schwarz. Hier zieht sich noch leicht diese Seiten- bzw. diese Goldoptik durch. Und dann haben wir hier wie so eine Schublade den Inhalt. Wir haben hier einmal ein T-Shirt. Das dürfte die Sturmhaube sein. Das Album Pusher. Die Nordstadt EP von Play 69. Das Album 18 Karat, beziehungsweise Album, die Gesetzlos EP. Dann haben wir hier eine Autogrammkarte, einen Patch, einen Heckscheibenaufkleber und ein Poster. Jede Menge Inhalt. Das Ganze wieder zu. Und wie immer fangen wir an mit dem Album an sich. 18 Karat Pusher lesen wir hier. Hier unten der Verbraucherhinweis. Und hier oben lesen wir noch Banger Musik präsentiert. Wir sehen hier auf dem Frontcover 18 Karat mit der typisch goldenen Maske. Darunter der Schriftzug. Auf der Rückseite haben wir angeführt 18 Tracks. Und was besonders spannend ist, wir haben hier die CD2. Diese beinhaltet keine Instrumentals. Nein, hier ist das erste Album FSK 18 Brutal noch einmal drauf. Hier noch ein Barcode. Von diesen 18 Tracks haben wir Features von AK Außer Kontrolle, Casey Rebel, Farid Bang, Play 69, nochmals Play 69. Meine Favoriten Tracks des Albums sind einmal Track Nummer 4 mit AK, Wahre Begebenheiten, und Track Nummer 17, Dieser Weg. Okay, dann schauen wir mal hinein. Kommen wir zuerst zum Booklet. Cover kennen wir bereits. Wir haben hier 18 Karat am Qualmen, zumindest die Maske. Und hier die Tracks einzeln aufgelistet, inklusive der Infos, wer daran beteiligt war. Weitere Tracks und auch hier nochmal 18 Karat. Also dieses Schwarz-Gold-Design zieht sich hier komplett durch. Weitere Tracks. Ich finde es auch von der Schrift sehr gelungen. Also der Schrifttyp gefällt mir echt gut. Die Maske auf jeder Seite zu sehen. Und die letzten beiden Tracks. Alles klar. Dann haben wir hier noch die komplette Tracklist vom Bonusalbum FSK 18 Brutal. Wir sehen, das wurde zum Großteil von KD Beats produziert. Dann haben wir noch die Credits. Und Banger Musik. Okay. Dann haben wir hier die CD, 18 Karat Pusher,
Auch hier wieder die Maske und diese Schwarz-Gold-Optik. So sieht das Ganze aus. Und dann haben wir auf der Rückseite die zweite CD, nämlich FSK 18 Brutal. Also das Debütalbum von 18 Karat. Auch hier wieder der Verbrauchhinweis und Supremus. Finde ich echt eine schöne Sache, dass man hier nochmal ein zweites Album mit reingepackt hat. Also Musik ist hier auf jeden Fall reichlich vorhanden. Dann haben wir die Gesetzlos-EP. Diese ebenfalls in einer Plastikhülle. Freut mich, dass es kein Papp, also keine Papphülle ist. Es ist so eine dünne Plastikhülle. 18 Karat Gesetzlos-EP. Auch hier wieder die Maske und der Verbraucherhinweis. Auf der Rückseite haben wir direkt die CD, also das Cover ist durchsichtig. Und hier Fick Rap, Fick die Polizei, Tanz mit dem Teufel, Krank und bis zum bitteren Ende. Also 5 Tracks, allesamt Solo-Tracks. Und ja, so sieht das Ganze aus. Warum? Weil hier eben die CD durchscheint und hier hinten kein eigener Einleger drin ist. Booklet ist in dem Fall nur dieser Einleger. Hier die Infos. Und dann haben wir noch eine zweite EP, insgesamt vierte Tonträger der Box, die Nordstadt-EP von Play69, der ehemalige bzw. immer noch Partner von FSK 18 Brutal, die beiden ja sehr viel gemeinsam in Erscheinung getreten. Play 69 Nordstadt EP. Und auch hier haben wir 5 Tracks an der Zahl. Allesamt Solo Tracks von Play 69. Okay, dann haben wir eine Autogrammkarte. Diese sieht so aus, in Schwarz und Gold, 18 Karat, hier mit goldenem Stift unterschrieben. Sehr schön. Hier noch Social Media Auftritte und Banger Musik. Dann haben wir einen Patch in Gold und Schwarz, also goldene Schrift auf Schwarz im Untergrund, Patch im Querformat. Könnt ihr dann natürlich wieder auf eure Kleidungsstücke, auf eure Kappen anbringen. Dann haben wir einen Aufkleber. Einen Heckscheibenaufkleber, einen Supremus Heckscheibenaufkleber, könnt ihr natürlich auf euer Auto oder wo auch immer befestigen. Dann haben wir ein Poster, kurz zur Seite, ein sehr ungewöhnliches Format beim Poster. Und zwar haben wir hier einmal Pusher im Querformat, schwarz und gold. Sehr schön. Und dann haben wir hier dasselbe nochmal, ebenfalls im Querformat. 18 Karat Pusher, hier allerdings mit der Maske. Also beide Male in diesem Format, in diesem Querformat. Einmal der 18 Karat Pusher Schriftzug inklusive der Maske. Und auf der Rückseite eben nur der Pusher Schriftzug. Ich finde das Format echt gelungen. Und dann haben wir noch zwei Kleidungsstücke mehr oder weniger. Wir haben einmal das T-Shirt und einmal die Sturmhaube. Also, T-Shirt sieht folgendermaßen aus. 18 Karat Pusher, komplett in Schwarz und Gold. Und dann haben wir hier unten rechts noch den Schriftzug Banger Musik, ebenfalls in Gold. Wir schauen mal kurz, wir haben es hier zu tun mit Merch von Banger Musik. 100% Baumwolle, hier noch die Wasch- und Pflegehinweise. Neckprint haben wir keinen. Jetzt würde mich noch interessieren, ob wir hier noch einen Einblick bekommen zum Material. Nein. Also wie es bei diesen Banger Musik T-Shirts üblich ist, haben wir hier keine Info darüber. Also 100% Baumwolle, ja klar, aber bezüglich der Herkunft oder genauere Infos haben wir hier keine. Und dann haben wir noch diese Sturmhaube, diese komplett in Schwarz gehalten und hier ein goldener Pusher-Schriftzug.
Schauen wir mal, ob wir hier noch einen Zettel vorfinden. Nein, auch hier keinerlei Info drüber. Aber es dürfte wohl auch Baumwolle sein. Wir schauen uns das mal kurz noch an, wie das aussieht, speziell in Kombination T-Shirt und Sturmhaube, wie das getragen aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier das schwarze T-Shirt mit dem goldenen Aufdruck 18 Karat Pusher. Das Ganze hier in diesem schimmernden Gold. Und unten rechts haben wir dann auch noch diesen Schriftzug Banger Musik. Das Ganze natürlich in Kombination mit der passenden Sturmhaube. Und auch auf dieser Sturmhaube haben wir noch ein goldenes Element, nämlich hier an der Seite haben wir den Schriftzug Pusher zu lesen. Ja, ist natürlich die Frage, man kann das T-Shirt natürlich auch so tragen, ohne die Haube. Mit der Haube kann man Skifahren gehen oder die örtliche Tanke besuchen, je nachdem. Das muss jeder für sich entscheiden. T-Shirt gefällt mir auf jeden Fall richtig gut, kann man auf jeden Fall anziehen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt, ich nehme mal an, es ist in Größe L, in Kombination mit dieser Sturmhaube. Beides in Schwarz und Gold aus Baumwolle. Das Poster im Querformat, doppelseitig bedruckt, beidseitig bedruckt. Der Supremus Heckscheibenaufkleber. Die 18 Karat Autogrammkarte. Der Pusher Patch. Die Nordstadt EP von Play 69. Die Gesetzlos EP von 18 Karat. Und das Album Pusher von 18 Karat inklusive des Albums FSK 18 Brutal. Das alles in dieser wunderbaren Box Pusher von 18 Karat. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es mir in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr 18 Karat unterstützen möchtet, findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.